heute bei Wer weiß denn sowas? Michael Fitz im Team mit Bernhard Hohecker. Und sie spielen gegen Miroslav Nemec und Elton. Und jetzt geht's los. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine neue Folge Wer weiß denn sowas? Für Sie wieder eine schöne Möglichkeit, ein bisschen mitzuraten. Sie können ja auch mitspielen, können sich die ARD Quiz-App noch schnell runterladen und dann hier bei uns interaktiv mitspielen und dann vielleicht am Ende auch ein bisschen Geld gewinnen. Und oder Sie haben einfach Spaß. Wir haben zwei tolle Gäste heute, die sich sehr gut kennen, die ja lange auch zusammen im Münchner Tatort gespielt haben. Michael Fitz und Miroslav Nemec. Und die beiden verbindet darüber hinaus auch noch die Liebe zur Musik, das muss man sagen. Ja, also vielleicht kommt ja eine musikalische Frage heute. Ich habe aber eingangs erstmal was Spannendes aus der Natur für Sie. Wussten Sie eigentlich, dass Präriehunde keine Hunde sind, sondern zur Gattung der Erdmännchen gehören? Hat mich persönlich sehr überrascht. Ja? Deswegen wollte ich das auch unbedingt mal loswerden. Hat es euch überrascht? Nö. Das Publikum darf sich ja immer ganz frei entscheiden, auf welcher Seite, hinter welchem Team sie Platz nehmen. Hinter Bernhard und Michael Fitz sind es 74 Zuschauer. Hinter Elton und Miroslav Nemec sind es 52. Das heißt noch nichts. Erstmal müssen 12 Fragen gespielt werden und die verstecken sich auch heute wieder hinter 12 Kategorien auf unserer Wand. Die 12 Kategorien heute sind total genial, das Fragezeichen, damals, unter Wasser, Mode, Computer, Mann und Frau, Sport, clever, Alaska, berühmte Deutsche und im Schwimmbad. Ihr dürft die erste Kategorie wählen. Hinter euch sitzen mehr Zuschauer. Jede richtige Antwort 500 € und ein Publikumsjoker für jedes Team. Mann und Frau. Mann und Frau? Mhm. Ja, uns lacht Mann und Frau an. Ja, ausgegebenem Anlass. Natürlich. Ja. Mhm. Erste Frage. Psychologie. Laut einer Studie der University of Kansas werden nur 18% A der männlichen Flirtversuche von Frauen erkannt. B, der Aufgaben im Haushalt von Männern erledigt. Oder C, der Frauen bei ihrem ersten Date vom Mann eingeladen. Oha. Das ist jetzt, muss ich wirklich sagen, eine echt schwere Frage. Also, ich finde das eine echt interessante Frage. Also, das macht sie aber nicht leichter. Nee. Also, männliche Flirtversuche, die von Frauen nicht erkannt werden, das glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, das hieße ja, dass Männer auf eine subtile Art flirten. Genau. Das ist so Quatsch. Das ist Quatsch. Ja. Totaler Quatsch. Ja, auch Quatsch. Also gerade als Mann würde ich sagen, ey. Nee. C, das könnte ich mir vorstellen, trotz der Veränderung der Geschlechterrollen, klar. Aber gerade wegen der. Oder vielleicht gerade deshalb. Ja, das werden immer weniger. Ich persönlich würde mich für B entscheiden, ganz ehrlich. Die Aufgaben im Haushalt von Männern erledigt. 18%. Das macht es natürlich jetzt. Leitest du das aus so deinem eigenen Privatleben ab? Ja, ja, schon. Ja, das, also was das mich daran jetzt schwierig finde, also ich habe auch zuerst in diese Richtung gedacht, aber mir ist nicht. Also was ich nicht ganz verstehe, was ist denn jetzt, wenn der Mann arbeitet und die Frau ist zu Hause? Ja. Dann hat man ja direkt 100% bei der Frau, jetzt bis auf ein paar Dinge, die jetzt abends noch passieren. Verstehst du mein Problem, was ich mit B habe? Ja. Das heißt, 18% kann sein. Ich finde es trotzdem immer noch das Vernünftigste. Also flirten, meinen wir, das ist mehr, oder? Glaube ich auch. Es werden mehr erkannt. Also sollen wir uns auf C einigen? Nee, um Gottes Willen. Nein. Nein, nein. Wir bleiben bei B, oder? Wir bleiben bei B. Wir bleiben bei B. Wir müssen ein bisschen raten. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das einer wirklich weiß. Ja, B ist eingeloggt und wir haben das Ergebnis der Studie vorliegen. In dem Glauben, es gehe um eine Studie über den ersten Eindruck, wurden die weiblichen und männlichen Probanden für gut 10 Minuten paarweise in einen Raum gebracht. Im Anschluss sollten die Teilnehmer angeben, ob sie selbst mit dem Gegenüber flirteten und ob sie angeflirtet wurden. Dabei zeigte sich, dass nur 18% der Frauen die Flirtsignale der Männer erkannten. Bei den Männern waren es immerhin 36%.
Frauen flirten, laut der Forscher, anscheinend offensichtlicher als Männer. Ach so, ach so. Okay. Ja, leider, ihr habt die falsche Antwort gegeben. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Wir sind ja noch ganz am Anfang der Sendung. Aber ihr habt jetzt schon die Chance, in Führung zu gehen? Ja. Was hättest du denn Lust? Dann nehmen wir mal im Schwimmbad. Komm, Schwimmbad. Ist neu. Okay. Ist gut. Warum werden die Augen beim Schwimmen im Pool oftmals rot? A. Das Chlor wird im Wasser erwärmt. B. Im Wasser ist neben Chlor auch Essigsäure beigemischt. Oder C. Chlor- und Stickstoffverbindungen bilden reizende Chloramine. Ich bin froh, dass in jeder Antwort das Wort Chlor auftaucht. Ja. Das erste ist so, wenn es erwärmt wird, egal was, weiten sich die Kapillare, also die Blutäderchen. Würde ich mal sagen, dass auf alle Fälle durch die Wärme, ob das jetzt mit dem Chlor auch zu tun hat, das Chlor erwärmt vielleicht das Wasser, könnte sein, dass sich die... dann, was meinst du, im Wasser ist neben Chlor auch Essigsäure beigemischt? Das glaube ich jetzt nicht. Harnsäure vielleicht manchmal. Oh ja, das schon. Das ganz sicher. Deshalb gehe ich ganz besonders gerne ins Kinderbecken. Das ist am schönsten. Im Kinderbecken ist Chlor beigemischt. Der auch schön warm, auch gut immer. Chlor und Stickstoffverbindungen bilden reizende Chloramine. Na, was meinst du? Ich habe Chloramine noch nie gehört. So, du meinst aber A, weil durch das Wasser Erwärmen, warm ja, ist? Das wäre so mein Gedanke, dass, du weißt ja, wenn es warm ist, weitet sich ja auch die Kapillare, also die Blutäderchen. Ja. Also das Zweite haben wir irgendwie beide gedacht, vielleicht Essigsäure eher nicht. Also, aber was heißt das? Das heißt, dass nur warmes Chlor die Augen rot färbt? Das verstehe ich gerade nicht. Warum werden die Augen beim Schwimmen im Pool, also nicht beim Tauchen, beim Schwimmen? Das heißt, ja, das ist ein Unterschied. Ja, hallo. Ja. Hey, super, genau. Ich meine, ich weiß, worüber ich rede. Okay. Ich tauche immer mit offenen Augen. Die sind dann rot, aber die sind auch im Meer rot. Die werden auch im Meer rot, wenn es kalt ist, durch das Salzwasser. Ich bin gerade raus, weil du gerade ganz verschiedene Geschichten erzählst. Genau, das stimmt. Ich möchte dich verunsichern, damit du dann zu einer Meinung findest. Ich auch übrigens. Ich suche noch. Also, wie gesagt, A finde ich so komisch, weil also das heißt aber auch, wenn ich dusche oder lange in der Badewanne rumliege, dass ich dann auch rote Augen habe. Habe ich aber nicht. Aber es ist ja auch warmes du bist Wasser. Die Ausnahme. Aber nein. Hast du warmes Wasser, wenn du heiß duscht oder sowas länger? Nee, ich denke auch, dass das falsch gedacht war von mir. Und vielleicht dann ist es wahrscheinlich doch C, weil Essigsäure ist nicht im Pool mit drin. Nee, Essigsäure. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wollen wir C versuchen? Na, sollen wir? Ja, wir nehmen C. Nehmen wir C. Die verrückten, wilden Hunde hier, die beiden. Verrückt. Ja? Die Zuschauer... Chlor gilt als der Verursacher gereizter roter Augen im Pool. Doch streng genommen ist der Grund die Verunreinigung des Pools durch Schweiß, Urin und sonstigen Schmutz. Dieser ist stickstoffhaltig und reagiert mit dem Chlor zu Chloraminen. Das sogenannte gebundene Chlor verursacht die Augenreizungen der Schwimmer und den typischen Schwimmbadgeruch. Sehr gut. Richtige Antwort. Die ersten 500 Euro auf eurem Konto. Nächste Frage. So, sollen wir es mal mit total genial versuchen? Warum nicht? Hm? Ja, weil wir zum Beispiel keine Lust drauf haben. Das wäre. Das wäre. Also. Total genial. Hm? Was hilft, damit Dichtungsgummis von Autotüren auch im Winter elastisch und wasserdicht bleiben? A. Sodawasser, B. Weichspüler oder C. Marshmallows? B. Also B. Bitte. Du bist sofort für B? Also, Sodawasser, was willst du mitmachen? Also, Weichspüler ist doch das Einzige, was du überhaupt da geschickt drüber machen kannst und was auch bleibt. Ja, Sodawasser würde ja auch gefrieren. Ja, und Marshmallows nur an einer einzigen Stelle abdichten.
Es sei denn, du legst so einen kompletten Ring. Einmal, dann kriegst du die Tür auch nicht mehr auf, ja, oder? Und dann wird es auf einmal warm, machst du innen die Heizung an, dann ist es außen gefroren und innen ist es geschmolzen. Ja. Dann kannst du nur auf der anderen Seite aussteigen. Sieht auch doof aus, wenn du dann so die Türdichtung abknabberst. Ja. Ja. Also, Weichspüler. Das ist Weichspüler. Wir nehmen, überlegen nachher wieder länger. Ja. Wir nehmen jetzt B. Gut, mit voller Überzeugung, völlig weich gespült. Antwort B. Gummidichtungen an Autotüren schließen Zwischenräume und verhindern das Eindringen von Nässe, Kälte, Schmutz und Wind. Gerade im Winter setzen Feuchtigkeit und Frost diesen Dichtungen zu und machen sie hart und wasserdurchlässig. Um das zu verhindern, einfach die Gummidichtungen an den Autotüren in der kalten Jahreszeit regelmäßig mit Weichspüler einreiben. Die besonderen Tenside des Weichspülers machen sie wieder elastisch und wasserdicht. Richtige Antwort! Und damit auch für Bernhard und Michael Fitz die ersten 500 Euro. So, jetzt seid ihr im Spiel. Ja, wir nehmen natürlich clever jetzt, ne? Ja. In der Hoffnung, auch so eine tolle Frage zu haben. Auch eine Flasche stilles Wasser zischt beim Öffnen, weil A, die Temperatur beim Abfüllen sehr niedrig ist, B, auch darin eine kleine Menge Kohlensäure gelöst ist oder C, in der Flasche beim Abfüllen ein Vakuum erzeugt wird. Boah. Ja, ich würde als erstes würde ich, bei ja, C denken. Ich wäre auch bei C. Also. Auch darin eine kleine Menge Kohlensäure gelöst ist. Nein, die zischt ja nicht, weil da... Also weil wegen der Kohlensäure nicht. Nein. Nee, ich glaube auch, dass du machst sie auf und es zischt, weil Luft eindringt. Weil sie Vakuum abgefüllt ist. Also nicht, dass die Temperatur beim Abfüllen sehr niedrig ist. Aber was hat das damit zu tun? Also, die Wirkung ist C sozusagen. Hm? Eine kleine Menge Kohlensäure gelöst. Also B würde ich auch schießen. Mhm, ich auch. Keine Menge Kohlensäure. Mhm. Dann würde das ja auch ein bisschen ein Vakuum. Blasen geben. Ist also kalt. Warm. So, kalt oder Vakuum? Wer nimmt C? Komm. Wer nimmt C? Gut. Gut. Wohl nicht. Wenn eine Flasche Sprudelwasser geöffnet wird, löst sich die im Wasser enthaltene Kohlensäure und es kommt zum charakteristischen... Doch auch wenn eine Flasche stilles Wasser geöffnet wird, ertönt zumindest ein leises. Denn auch stilles Mineralwasser mit dem Aufdruck ohne Kohlensäure darf bis zu 1 Gramm Kohlensäure pro Liter enthalten. Nein, das ist gemein. Da sagen wir so, dann müssen wir uns wenigstens nicht streiten. Haben wir beides ausgesprochen. Antwort B ist die richtige Antwort. Es bleibt bei 500 Euro. Und die nächste Frage für Michael Fitz und Bernhard. Du hast es auf Alaska, ne? Ja. Wir nehmen Alaska. Warst du schon mal da? Nein. Nein. Dann reisen wir jetzt. Mal gucken. In Form einer Frage. Warum kam am 23. Oktober 2017 kurzzeitig der Flugverkehr am Utqiagvik Airport zum Erliegen. A. Eine Bartrobbe machte es sich auf der Startbahn gemütlich. B. Ein Fledermausschwarm hüllte den Fluglotsentower ein. Oder C. Die Flughafenhundestaffel hatte verschlafen. Ganz ehrlich, das hat jetzt mit Alaska nicht so viel zu tun. Nicht richtig viel. Nee. Da muss man einfach mal eine Zeitung gelesen haben. Da musst du viel Fantasie für haben. Ja. Utqiagvik ist unbestritten in Alaska. Also. Oktober. Für was brauche ich eine Hundestaffel auf dem Flughafen? Ja, wegen Drogen suchen und sowas. So würde ich mir das vorstellen. Von der Polizei. Nee, oder meinen Sie, die ziehen die Flugzeuge mit den Hunden? Ja. Aus dem Hangar. Das wäre natürlich sehr lustig. Was macht ein Fledermaus-Schwarm mit einem Fluglotsen-Tower? Dass man dann nicht mehr starten kann? Naja, die müssen ja gucken, ob alles frei ist und die wollen ja mal einen Blick auf die Land- und Startbahn haben. Also weil Fledermäuse fliegen ja eigentlich gerne mal nachts oder frühestens in der Dämmerung. Ja, in der Dämmerung. Mhm. Aber was die machen, ist, die umkreisen Dinge. Das ist richtig. Was mich ein bisschen wundert, also ich weiß nicht, ob es da überhaupt Fledermäuse gibt, weil es da doch sehr kalt ist. Bartrobben wahrscheinlich eher.
Fledermäuse eher nicht. Das heißt, es könnte eine Bartrobbe, also eine Bartrobbe liegt da. Ja, und geht nicht weg. Auf der Startbahn und geht nicht weg. Und wenn man sagt, ganz ehrlich, die wegschieben ist doof. Drüber fliegen, also fahren auch. Ja, wegschieben, die lässt sich ja gar nicht anfassen. Eben. Die ist ja wild. Also die beißt ja. Also wenn es ein Bulle ist, dann beißt er. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt am besten der Fledermausschwarm, aber ob es in Alaska, ich weiß ganz ehrlich, ich finde es gerade total spannend, wie weit Fledermäuse in den Norden überhaupt gehen. Weil wenn die den Winterschlaf halten, dann sind die ja, die haben noch nicht mal Zeit, 18% Hausarbeit zu machen. Wenn die ganze Zeit schlafen. Ja, ich würde hier vielleicht sogar das Publikum fragen, weil ich mir vorstellen kann, dass es jemand gibt, also dass das jemand irgendwo mitbekommen hat. Ja, nee, lass uns fragen. Wir fragen das Publikum. Wir fragen das Publikum. So, wem ist da was untergekommen? Wer hat relevante Informationen? So! Oh, sogar zwei. Gesehen? Wer soll es sein? Also, er stand sehr, ich sag souverän, wer anders, aber mit einer gewissen Überzeugung aufgestanden. Ein Tick früher noch, ein Tick früher als der Kollege aufgestanden. Ja. Also, ich komme mal hier hoch. Trotzdem. Ne? So. Guten Abend, herzlich willkommen. Hallo. Mit wem haben wir das Vergnügen? Mit Michael. Michael, kommt woher? Aus Dithmarschen. Aha, warst du schon mal in Alaska? Nein, noch nie in Alaska gewesen. Okay. Ich meine, gelesen zu haben im Internet, dass es die Bartrobbe ist, die da auf der Startbahn lag. Mhm. Okay. Bartrobbe wäre beinahe rasiert worden. Ja. Mhm. Solange über dem Artikel mit der Bartrobbe nicht steht, Fledermäuse hüllen Turm ein, bin ich beruhigt. Oder Fledermäuse hüllen Bartrobbe ein. Ja. Okay, also wir haben Antwort A, so wie du es wolltest, eingeloggt. Und jetzt gucken wir mal nach Alaska. Die Arbeiter des Flughafens von Ukervik in Alaska staunten am 23. Oktober 2017 nicht schlecht darüber, was sie bei den Aufräumarbeiten nach einem Schneesturm auf der Start- und Landebahn fanden. Mitten auf der Piste hatte sich erstmals eine 200 Kilogramm schwere Bartrobbe niedergelassen und brachte den Flugverkehr kurzzeitig zum Erliegen. Alaskas Transportminister warnte Piloten sogar scherzhaft vor tiefhängenden Robben. Schließlich wurde sie von der lokalen Tierkontrollbehörde wieder zurück in die Wildnis gebracht. Michael, Glückwunsch, richtige Antwort. Herzlichen Dank. Es ist wirklich übrigens bis heute völlig ungeklärt, wie diese Bartrobbe da hingekommen ist. Weiß kein Mensch, kann sich keiner erklären. Aber richtige Antwort für Michael, der Publikumsjoker bringt euch die nächsten 500 Euro. Sagt man, dass ich in Alaska es regnet Katzen und Robben? Fledermäuse. Nächste Kategorie. Computer. Auf Platz 4 der am häufigsten gewählten Passwörter ohne reine Zahlenkombinationen landete 2016 in Deutschland. A. Schalke 04, B. Forever oder C. Fanta 4. Auf Platz 4 Passwörter. Da kannst du ja noch nichts mehr irgendwie herleiten. Nee, da kannst du nicht herleiten. Du kannst noch herleiten, vielleicht Schalke 04, dass der Fußball natürlich im Vordergrund steht, auch bei vielen Menschen in Deutschland. Und dass man dann von der Zahl ausgehen könnte, dass die Häufigkeit. Also Schalke 04 ist der Fußball, Fanta 4 ist die Musik und Forever ist einfach so. Hm. Wahrscheinlich ist es Forever gewesen, weil ich finde Schalke 04 und Fanta 4 halt sehr speziell. Also, ich eher noch Schalke 04 als Fanta 4. Schalke 04 macht ein bisschen vielleicht mehr Sinn, weil es sind viele Buchstaben und auch noch zwei Zahlen, dass sich einer dachte, hahaha, wir nehmen mal ein paar Buchstaben, Schalke 04. Und es gibt vielleicht auch so viele Schalke-Fans. Ab Platz 4 der am häufigsten gewählten Passworte. Ja, ohne Zahlen kann man reine Zahlen. Dann kann Schalke 04 wieder hinkommen, dass es so viele Fans gibt, die dann Schalke 04 einnehmen. Forever. Platz 4. Forever ist mir so. Ich würde A nehmen. Ja. Was meinst du? Wir nehmen A, oder? Nimm A? Wir nehmen A. Okay. A, Schalke 04. Tja. Jetzt werden alle ganz gespannt hinschauen. Ja. Liebe Schalke-Fans, habt ihr wirklich Schalke 04 so häufig als Passwort? Im Rahmen einer Studie hat das Hasso-Plattner-Institut die 10 meistgenutzten deutschsprachigen Passwörter ohne reine Zahlenkombinationen identifiziert. Auf den ersten drei Plätzen landen demnach Hallo,
Passwort und Hallo 123. Dicht gefolgt von Schalke 04. Das weltweit meistgenutzte Passwort bleibt jedoch weiterhin die reine Zahlenkombination 123456. Hey. Richtige Antwort. 500 Euro dazu, ihr steht bei 1000. Super. Nächste Frage. Okay. So, jetzt wird's spannend. Naja, noch haben wir 6 Kategorien. Nein, Moment, das Publikum ist ja weg. Das heißt, jetzt sollten wir was nehmen, wo wir. Also, das Publikum ist noch da, nur der Joker. Ja, der, ist weg. Der Joker. Das ist Bernhards größte Angst, dass er sich irgendwann am Ende der Sendung mal umdreht. Umdreht ist und keiner das Publikum mehr da. Hat. Ja, ja. Du siehst nur noch so leere Sitze, ja. Ein paar Taschentücher. Ja. So hat jeder sein Trauma mit sich rumzutragen. Mir ist es fast egal, außer Mode, Sport, berühmte Deutsche unter Wasser und das Fragezeichen. Dann. Was hältst du von unter Wasser? Unter Wasser. Wie warnt der Röhrenaal seine Artgenossen vor Gefahr? Oh, A. Er ringelt sich in Form einer 8 ein. Nee, ja. B. Er präsentiert unterschiedlich viele Flecken auf seiner Haut. Oder C. Er lässt den Meeresgrund erbeben. Wenn jetzt erröhrt gekommen wäre, dann wäre mir das zu einfach. Also, er ringelt sich in Form einer 8 ein. Glauben wir das? So, der Röhrenaal zu einer 8 und dann soll das heißen, habt 8? Habt 8, genau. Ich meine, ja, das ist genau. Naja, also die Frage ist, ob der Röhrenaal so denkt. Ja, also ob der Röhrenaal oder auch sich das so Achtung. Ja, ob der Röhrenaal sich das ausgedacht hat, glaube ich eigentlich nicht. So, er präsentiert unterschiedlich viele Flecken auf seiner Haut. Also es gibt natürlich Tiere, die können das. Ja. Die sind dazu in der Lage, aber die Frage ist, das müssen die anderen ja auch wahrnehmen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist C. Der legt sich auf den Boden, so einfach nur so. Er zittert. So, und das ist etwas, was andere dann wiederum wahrnehmen können. Also kann auch B sein, also A schließt sich aus, B. Aber C halte ich für am wahrscheinlichsten. Ich auch. Ja, wenn wir beide C für am wahrscheinlichsten halten. Sollen wir noch ein bisschen warten? Oder? Ja, also wir können warten. Weil nachdenken, ich mag das immer, wenn der Kai langsam aufgeregt wird. Ungeduldig wird, ja. Wir nehmen C. Ich fange halt irgendwann an. Und lässt den Studiogrund erbeben. Na, dann hoffe ich, dass ihr jetzt nicht in die Röhre schaut. Ja, das hoffe ich auch. Sie leben in tropischen Flachwasserregionen, schwimmen nicht und sehen aus wie kleine Schlangen. Röhrenaale. Die Fische leben in Kolonien von bis zu 500 Tieren und ernähren sich von vorüberziehenden Planktonorganismen. Nähert sich Gefahr, lässt das clevere Warnsignal eines Röhrenaals die gesamte Kolonie schnell in den Boden versinken. Zeigt ein Röhrenaal an seiner Flanke 2 Flecken, könnte es gefährlich werden. Ist nur ein Fleck sichtbar, signalisiert dies höchste Gefahr. 3 Flecken bedeuten Entspannung. Schade, schade, schade. Der Röhrenaal. Es bleibt bei 1000 Euro. Jetzt könnt ihr in Führung gehen. Der ist einfach weg. Mit Mode. Wir wagen uns. Augenknopflöcher unterscheiden sich von Wäscheknopflöchern dadurch, dass sie A. nur der Dekoration und nicht der Befestigung dienen, B. nicht gerade sind, sondern an einem Ende eine Rundung haben oder C. keine Löcher, sondern Schlingen sind. Ich habe weder noch was von Augenknopflöchern noch von Wäscheknopflöchern. Wäscheknopflöcher. Löcher. Augenlöcher. Keine Löcher, sondern Schlingen sind. Augenknopflöcher. Das könnte sein. Da gibt es bei Damenblusen und so weiter gibt es diese Schleifen. Das sind keine Löcher, sondern so Schlingen. Was ist denn aber beim Knopfloch? Die sind nicht gerade. Also das ist gerade. Der Dekoration nicht. Also ich glaube, A ist es nicht. Das Dekoration. Das wir Ende sind schon sehr aber weit. Guck mal hier, hallo, guck mal hier. Ja. Hallo, guck mal hier. Ja. Augenknopflöcher. Guck dir mal dein Knopfloch an. Was fällt dir da auf? Das hat am Ende eine Rundung. Baby, you are wonderful. You are so wonderful tonight. Can't you see? Pass mal her. Hier, guck mal, hier auch. Ja, du hast recht. Und beim Hemd ist es nämlich immer gerade. Super.
Aber jetzt gehen wir nicht an die Wäsche. Oder? Gehen wir an die Wäsche. Hier, Ende einer Rundung haben. Hey, das ist ja super. Elton, you are so wonderful tonight. Come on. Ja, du hattest B. Völlig richtig. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ja, aber es ist fast ein bisschen einfach. Ja. Zum Knopf gehört ein Loch. Doch auch bei denen gibt es Unterschiede. Das Wäscheknopfloch besteht aus dichten Zickzackstichen an den Stegen sowie jeweils einem breiten Riegel an den Enden. Es wird für Blusen und Hemden verwendet. An Jacken, Mänteln und Jeanshosen findet man meist Augenknopflöcher. Hier findet sich nur an einem Ende ein gerader Riegel, am anderen jedoch eine Rundung. Die bietet dem Knopf eine Einrastposition, sodass er sich nicht so leicht lösen kann. Ja. So, ihr steht bei 1500 Euro, da könntet ihr jetzt auch hinkommen. Also damals oder berühmte Deutsche? Damals. Okay, Sport kriegen wir damals. Wir haben noch. Unsere heutige Gartenerdbeere verdanken wir einem A. spanischen Seemann, der Schulden bei König Carlos II. Hatte. Geil, B. sächsischem Porzellanhändler, der dem Kaiser imponieren wollte. Oder C. französischem Ingenieur, der für Ludwig XIV. Spionierte. Also man kann jetzt nicht sagen, dass wir die leichteren Fragen... Nö, kann man, grundsätzlich kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen, nee, oder? Kann man nicht sagen. Nee, das stimmt. Geil. Geil. Nicht Moment, so würde also, ich das C weiß ich nicht, wo der spionierte und was der spionierte. Das ja, das, also so. Vielleicht hat der das irgendwo herausgefunden und dann... keine Ahnung, und dann haben die das... was hatten die? Merkantilismus damals, Ludwig der 14. Haben das dann alles selber gemacht, weißt du, abgeschottet und dann selber das entwickelt und dadurch ist die dann entstanden. Ach so, nice. Der hat das irgendwo gesehen und fand das toll. So, ein sächsischer Porzellanhändler, der dem Kaiser imponieren wollte. Also wie soll das denn... Also Erdbeeren wachsen in der Regel im Stroh und brauchen viel Sonne. Das heißt... Wahrscheinlich ist, dass sie aus einem südlicheren Land kommen, oder? Ursprünglich. Aha, also sind wir da eher bei Spanien. Aber vielleicht hat der Porzellanhändler eine bestimmte Erdbeere auf... So eine große. Ja, auf einen seiner Teller gemalt. Und das war das Besondere. Also ich würde raten und würde auf B raten. Ich habe aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und finde es total super. Also wieder mal Applaus für die Redaktion, das ist einfach super, geil. Super, ist einfach. Also, was machen wir? Würdest du A, B oder C, also C würde ich ausschließen, A oder B, wo gehst du eher hin? B, ja. Eher B, ne? Bei A und B würde ich auch eher B. Wir nehmen B. B. Oder das Gegenteil, A. Jetzt ist es zu spät. Gelb. Gelb, schon gelb. Gut, alles klar. Die kleinen Walderdbeeren waren Anfang des 18. Jahrhunderts in Europa bereits seit langem bekannt und besonders an Fürstenhöfen sehr beliebt. Auch Ludwig der 14. galt als großer Genießer und war ganz aufgeregt, als er von der weitaus größeren Chile-Erdbeere hörte. Also entsandte er um das Jahr 1712 seinen Militäringenieur Amédée François Frézier, um in Südamerika das spanische Militär auszuspionieren und nebenbei ein paar Erdbeerpflanzen mitzubringen. Zurück in Frankreich wurde aus der Chile-Erdbeere schließlich unsere heutige Gartenerdbeere gezüchtet. Frézier, ne? Daher auch das französische Wort für Erdbeere, ne? Nach dem Ingenieur. Kannst du Französisch? Es bleibt bei 1000 Euro, ihr könntet euch jetzt ein Stück absetzen. Wir werden es, glaube ich, eh kriegen, deswegen nehmen wir jetzt Sport. Um beim Bowling möglichst erfolgreich zu sein, ist es für Profis unerlässlich. A. die exakte Länge des Kugelrücklaufs zu kennen. B. das genaue Ölmuster der jeweiligen Bahn zu kennen. Oder C. zu wissen, aus welchem Metall die Pins hergestellt sind. Material? Das ist jetzt ein bisschen... Ich meine, Elton, dein Shirt. Kann man doch mal bitte nah ranfahren? Was das ist? Pins. Was ist da drauf? Da sind Pins. Pokale von Bowlingturnieren drauf. Aber das ist. Wow. Ich sag mal so. Bist du dein Kenner? Nee.
Ich sag mal so, wer da noch an einen Zufall glaubt. Es ist ein Plattencover von Jimmy Eat World. Das hat, ich selber bin nicht so ein Bowler. Also, die exakte Länge des Kugelrücken, nein. Das hat doch überhaupt gar keinen Sinn. Das genaue Ölmuster der jeweiligen Bahnzug, ein Ölmuster. Was ist ein Ölmuster? Die wird eingefettet, die wird eingeölt. Deswegen rutschst du ja, wenn du über diese eine Linie trittst, okay, rutschst du ja komplett ja, weg. Ja, die werden eingeölt. Das Ölmuster, okay. Oder zu wissen, aus welchem Material die Pins hergestellt sind. Ja, schon. Die Pins sind... Ich glaube, dass auch C ist völlig... Aus welchem Material? Also ich kann mir B vorstellen. Ich kann mir B vorstellen, ob die vielleicht fragen, ich weiß ja nicht, ob was für ein Muster, aber ob die fragen, ob das so gestrichen wurde oder ob das längs gestrichen wurde. Weil aus welchem Material? Okay, die können fragen, sind die schwer oder leicht? Muss ich also so Dollar werfen oder kann ich weniger werfen? Ich glaube aber, dass das Material bei Profis, wir gehen jetzt, das scheinen ja wirklich Profis. Wettbewerbe zu sein, das Material wird dann da immer gleich sein. Ja, so würde ich es mir vorstellen. Das heißt also, du bist ja bei B auch sicher, dass wir nicht das Publikum fragen wollen oder wollen wir uns absichern? Wir haben, danach ist noch eine Frage, deutsche oder Fragezeichen. Eine ist dann auch offen, genau. Ja. Lass uns selber B riskieren. Ne? Okay. Nehmen B. Wir nehmen B, ja. Okay. Es wurde dann doch noch ein schöner Abend. Ja. Ganz vorne steht ein Schild. Vorsicht, Ölspur. Eine Bowlingbahn misst von der Foul-Linie bis zum ersten Pin genau 60 Fuß, also 18,29 Meter. Die Kugel muss diesen, auch Lauffläche genannten Bereich, möglichst mit einer Kurve durchlaufen. Denn ein optimaler Treffer wird zwischen den Pins 1 und 2 oder 1 und 3 gelandet. Da eine Bowlingbahn mit einer Maschine gereinigt wird und diese eine Ölschicht auf die Lauffläche aufbringt, ist es für Profi-Bowler unerlässlich geworden, sich auch das genaue Ölmuster einzuprägen. Dieses Muster bestimmt die Wurftechnik, die für eine perfekte Kurve benötigt wird. Richtige Antwort. Forza. 500 Euro dazu, ihr steht bei 2000, habt noch eine Frage und den Publikumsjoker noch offen. Ja. So, und ihr kommt jetzt zu eurer letzten Frage. Ihr habt noch mal die Wahl, das Fragezeichen oder berühmte Deutsche. Also Schicksal oder berühmte Deutsche? Lieber Fragezeichen. Fragezeichen. Nicht Schicksal, Überraschung. Ja, Überraschung ist heute... Warum verlässt ein Mann im englischen Bristol seit 14 Jahren nachts sein Haus? Freut euch auf die Antwortmöglichkeiten. A. Um Rechtschreibfehler auf Ladenschildern zu korrigieren. B. Um Blumen auf Verkehrsinseln zu sehen. Oder C. Um betrunkenen Menschen nach Hause zu helfen. Also, was auch immer er da macht, er ist toll. Also, er verlässt seit 14 Jahren nachts sein Haus. Also, ich glaube nicht, dass er das jede Nacht macht, so, sondern immer wieder mal. Also, Rechtschreibfehlern auf Ladenschildern zu korrigieren. Ganz ehrlich, ich glaube, dass es auf Ladenschildern dann doch zu wenig Rechtschreibfehler gibt, oder? Ja. Also gibt es natürlich schon immer wieder, aber da steht Bäckerei mit E und dann macht der da ein E draus. Also und dann ist er fertig. Also was, dann, ja. So, um Blumen auf Verkehrsinseln zu sehen, also das gibt es natürlich. Also es gibt Menschen, die, ach, das heißt, da hat auch so ein, ach, wie heißt aber das würde ja heißen, dass es in Bristol keine Stadtverwaltung gibt, die selber dafür sorgt, dass Blumen... Ja, vielleicht findet er die einfach hässlich. Also die pflanzen halt Gras und Beton an. So. Also ich gehe mal davon aus, dass es in Bristol ziemlich viel betrunkene Menschen gibt nachts. Das wäre natürlich schön, ne? Die auf dem Weg nach Hause sind. Und dann sagt er, kann ich dir helfen? Und die betrunkenen Menschen nach Hause hilft. Das ist eigentlich die schönste Antwort. Also ich sag mal so, die richtige... Wissen wir nicht. Wissen wir eh nicht. Wissen wir nicht. Wir nehmen die schönste, oder? Das heißt, wir können einfach die schönste nehmen. Wir nehmen das Schöne, oder? Ja. Das Gute im Menschen. Das Gute, Schöne. Wir nehmen C. Ja. Guten Abend, Pflaume mein Name. Ich bringe Sie gerne nach Hause. Wo wohnen Sie denn? Nacht für Nacht verlässt ein Mann im englischen Bristol sein Haus. Er selbst nennt sich die Grammatik-Bürgerwehr. Bewaffnet mit einem selbstentwickelten Apostrophierer und vorgefertigten Klebestreifen in verschiedensten Farben und Größen macht er sich auf, Bristols Straßen von der Herrschaft falschgesetzter Apostrophe zu befreien. Seit 14 Jahren. Alles fing mit diesem Schild an.
Laut eigener Aussage war das überflüssige Apostroph für den nur einem BBC-Reporter bekannten Mann so laut und aufdringlich, dass er es einfach nicht ertragen konnte. Bristol, England. Ja. Naja, England. Es bleibt bei 1.000 Euro und ihr könntet jetzt einen Riesenschritt noch machen. Ne? Jetzt könnte es. Letzte Frage aus der Kategorie berühmte Deutsche. Okay. So, zur Abwechslung mal wieder was Einfaches. Das weißt du vielleicht. Das ist ein Hesse. Der Schriftsteller Karl Zuckmayer. A. Gewann olympisches Gold im Tauziehen. B. War Ghostwriter für Bertolt Brecht. Oder C. Nannte seine Tochter Winnetou. Ihr habt ja noch den Publikumsjoker, ne? Nur der Vollständige. Ja, alles Karl Zuckmayer-Fans. Zuckmayer. Wir haben alle zusammengezuckt eben bei der Frage. Ja, du, Tauziehen natürlich kann sein. Hat man früher gemacht, Männer haben Tau gezogen. Das kann sein. Ghostwriter für Bertolt Brecht. Kann sein, dass er da mal was, obwohl die nicht besonders befreundet waren, der Zuckmayer und der Herr Brecht. Waren die nicht? Eher das weißt du? Gegensätzlich, aber. Vielleicht hat er so schlecht Ghostwriter, nee. Also, vielleicht hat er, ich kann es mir nicht vorstellen, seine Tochter Winnetou. Ja, er war ein Fan von, wie hieß er, Karl May. Karl May. Waren die zur gleichen Zeit? Karl May, 1860, Zuckmayer, ja. Das wichtig, könnte sein, ja. Wichtig wäre ja nur, dass Karl May vor Zuckmayer war. Ja, ja. So ist es. Und das war, glaube ich, auch so. Also, das könnte ich mir vorstellen. Aber Winnetou war doch auf jeden Fall schon mal keine Frau. Nein, Beatrice auch nicht. Also. Jetzt ist die Frage, darf man heutzutage überhaupt sein Kind Winnetou nennen? Auch eine Tochter? Ich nehme an, dass es ein Spitzname ist. Nee, das ist wohl schon Nannte. Er hat sie ja nicht getauft auf Winnetou, sondern er nannte sie Winnetou, weil sie so war wie Winnetou oder weil er Karl May. Sie hat anders geheißen. Sie hieß wahrscheinlich Edeltraut oder so. Wir geben dem Publikum C mit, aber vielleicht hat das irgendjemand besser gelesen, gehört oder. Also, vielleicht weiß es ja sogar. Oder weiß es komplett. Und wenn sie es nicht wissen, dann sagen sie auch einfach C. Ja. Wenn sie es nicht besser wissen. Wenn sie es nicht besser, also. Oder anders erklären können. Will keiner so richtig aus sich raus jetzt gerade, habe ich das Gefühl. Ah! So. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ja, wir sind. Ich heiße Johannes. Woher kommen Sie, Johannes? Aus Bolsum. Aha. Wo liegt das, Johannes? 10 Kilometer von der Schalke Arena. Ah, das ist Gelsenkirchen. Ja, ja. Haben Sie auch Schalke 04 als Passwort? Will ich jetzt nichts zu sagen. Ich werde heute Abend aber noch ändern. BVB 09. Jetzt gucken wir mal auf die Frage. Schon mal was mit Karl Zuckmayer zu tun gehabt? Nicht viel. Ich weiß es auch nicht sicher, aber ich habe ein Gefühl. Mhm. Und das Gefühl sagt mir C. Mhm. Also schließt sich Elton und Miroslav Nemetz an. Karl Zuckmayer nannte seine Tochter Winnetou. Autor Karl Zuckmayer dürfte den meisten vor allem durch sein Drama Der Hauptmann von Köpenick bekannt sein. Er selbst war begeisterter Leser der Werke von Karl May, sodass er und seine Frau Alice ihrer 1926 geborenen Tochter den Namen Maria Winnetou gaben. Glückwunsch, richtige Antwort, Grüße nach Gelsenkirchen. Ja. Und damit ist es doch für Team Elton hier ziemlich gut gelaufen. Wir schauen mal auf den Zwischenstand. Bernhard und Michael Fitz haben 1.000 Euro erspielt. Erarbeitet. Verdient. Elton und Miroslav Nemetz haben 2.500 Euro erspielt. Und damit kommen wir jetzt zum großen Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Architektur. Ja, dann sowieso. Architektur, das ist ja unser Feld. So, dann kommen wir jetzt zur heutigen Masterfrage.
Welche dieser weltberühmten Brücken wurde zuerst erbaut? A. Die Tower Bridge in London, B. Pont Neuf in Paris oder C. Die Rialto-Brücke in Venedig. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Zu spät. Beide Teams haben Geld gesetzt, beide Teams haben eine Antwort eingeloggt. Gleich gibt's die Entscheidung. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren. Wir sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück. Wir stehen kurz vor der Entscheidung dieser heutigen Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Wir alle hier im Studio sind heute besonders aufgeregt. Wir spielen heute unter besonderer Beobachtung. Aber ich bin bis hierhin ganz zufrieden, denn ich habe gesehen, die beiden Herren haben Spaß gehabt. Unser Intendant Lutz Marmor und unser Fernsehdirektor Frank Beckmann sind heute bei uns zu Gast, meine Damen und Herren. Natürlich nicht gewinnberechtigt. Nicht, dass Sie jetzt denken, die wollen ja noch mit abkassieren. Nein, nein, die wollen mal gucken. Ja, die wollen es mal live hier im Studio miterleben. Und dann passiert so. Das hier. Oh. Ja. Was denn? Ist doch gut gelaufen, ist doch oder? Gut gelaufen. bis hierhin. Ja? Ja. So, unsere beiden Gäste, Michael Fitz und Bernhard Hoecker, haben das 1.000 Euro erkämpft, erarbeitet, erspielt. Miroslav Nemetz und Elton haben 2.500 Euro erspielt. Große Freude in Eltenhausen heute bis hierhin, denn die Entscheidung ist ja noch nicht gefallen. Die kommt ja erst jetzt. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welche dieser weltberühmten Brücken wurde zuerst erbaut? A. Die Tower Bridge in London, B. Pont Neuf in Paris oder C. Die Rialto-Brücke in Venedig. Jetzt schauen wir erstmal, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Michael haben 1.000 Euro auf dem Konto und haben gesetzt... Natürlich alles. Elton und Miroslav Nemetz haben 2.500 Euro erspielt, einen super Lauf gehabt und haben gesetzt. An so einem Abend nur 499. Architektur, entschuldige bitte, Kai. Das ist nicht unbedingt mein Thema. Kann es sein, dass du unter dieser besonderen Beobachtung heute unbedingt gewinnen möchtest? Das kann man verstehen, Kai. Ich glaube auch. Hier war viel Hektik beim Tippen vorhin. Da ging es ganz schön hin und her. Da wurde noch oft geändert. Jetzt schauen wir mal, was bei Bernhard und Michael schlussendlich dabei rausgekommen ist. Ihr habt euch entschieden für Antwort B. Pont Neuf in Paris. Miroslav wollte kurz vor Ende noch mal umswitchen. Es ist aber dann doch zu spät gewesen. Und damit bleibt es bei Antwort C. Rialto-Brücke in Venedig. So, das ist die Voraussetzung. Die Frage ist jetzt, wer liegt richtig? Genau, das ist die Frage. Das ist die Frage. Mehr nicht. Mehr nicht. Um wie viel Geld geht's? Die Tower Bridge in London, 1894. Mhm. Pont Neuf in Paris, 1607. Oh, da haben wir uns um 800 Jahre verschätzt. Ja. Aber ist schon ganz schön alt. Ja. Ja. Aber die und die Rialto-Brücke in Venedig. 15, ne? Ja. Die ist noch einen kleinen Tick älter. 1591! Oh. Und damit gewinnen wir Helfen und wir uns diese Ausgabe 2.999 Euro. Glückwunsch! Komm noch ein Pokal dazu auf dem Schiff. So, 2.999 Euro für 52 Zuschauer hinter euch. Heißt für jeden von euch 57,67 Euro. Da ist die Freude groß und das zu Recht. Michael, nochmal wiederkommen. Ja, unbedingt. Vielen Dank, großen Spaß gemacht. Danke, ja, ich komme auch nochmal wieder. Vielleicht. Ja, danke auch euch. Glückwunsch unseren drei Gewinnern, die auch heute wieder
Ja, den Quizapp bei uns mitgespielt haben. Für euch gibt es ebenfalls 57,67 Euro. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Sendung wieder. Ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.